Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Witcher, zum DLC Heart of Stone. Ja, in der letzten Folge hat der Ataman Olgierd von Everek sein Haus abgefackelt. War eigentlich ein schönes Haus, aber naja, ob es jetzt ein Versehen war oder ob er es so wollte, ich werde es wahrscheinlich nie erfahren. Aber jetzt sollen wir mit unserer alten Freundin Shani über irgendeine Familienkrypta der Evereks reden. Klingt auf jeden Fall schon mal recht interessant. Warum flackert denn oben das Bild so, die Karte hat gerade so geflackert. So. Da wäre auch ein Fragezeichen gewesen. Fuck. Gehen wir da als erstes hin. Sorry Leute, aber das muss sein. So, ein bisschen Räumchen. Ach, noch. Ach, scheiße, Spinnen. Riesenspinnen. Brenn, du Mistvieh. Ach, das ist auch noch die große. Ach, scheiße. Oh nein, da war mein Handy jetzt an. Toll. Moment, ich muss mal eben mein Handy ausstellen. Habe ich mein eigenes Handy vergessen. Warum auch immer das an ist, ich weiß nicht. Ah nein, ich will nicht von dieser riesen Stimme gefressen werden. Hier weg. Stirb endlich, Mutterspinne. Jetzt brennen die Mistvieh. Alter, jetzt kommt mal hier. Das war nochmal ein. Wo ist Mutterspinne hingelaufen? Das ist wahrscheinlich ein Monsternest hier, ne? Ja. Ach, waren wir hier nicht schon mal? Hat er den doch getötet? Okay, ich sehe schon, nein, wir müssen uns zurückziehen. Die sind noch zu übel für uns. Scheiße. Ich will die eigentlich platt machen. Oh, die Spinnen nerven, die gehen immer zurück, wenn man sie angreifen will. Und oh. Gut, gehen wir zu Shani. Shani, Shani, Shani. Shani, Shani, Lady. Nein. Hafen von Ochsenfurt. Oh, ich würde auch gerne mal wieder Gwind spielen. Gwind ist so super. So, beachte die Farbe der Stufenzahl deiner Gegner. Ja, ist mir schon klar. Obwohl ich noch nie grün gesehen habe bei der Stufenzahl meiner Gegner, aber okay. Vielleicht bin ich auch einfach nur farbenblind. Bam, 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 badam. Sollten vielleicht mal ganz kurz meditieren. Zack, dann haben wir alle Tränke wieder zusammen. Redania rum. Wir brauchen wieder rohes Fleisch. Hauen wir uns rein. Wie kommen wir hier rein? Ach, da. Hm. Shani, bist du oben? Ich kann nicht mehr. Okay, ich glaube, sie ist oben. Okay, Video. Ich habe die Schleimproben analysiert und glaube, dass ich ein Gegengift herstellen kann. Gut. Seuchen können der Armee schlimmer zusetzen als der ärgste Gegner. Deine Dienste sollen gewürdigt werden. Und wie? Mit einer Medaille in Krötenform? Solche Medaillen hat die Armee nicht. Geralt? Alles in Ordnung. Was hast du da im Gesicht? Lange Geschichte. Wir haben Aufgaben zu erfüllen. Ihr könnt euch später unterhalten. Ja, natürlich. Ich arbeite am Gegengift. Dürfte nicht lange dauern.
Steiler Zahn, die Frau Doktor. Hm? Gar nicht wie eine Gelehrte. Interessant. Wie sehen Gelehrte denn deiner Meinung nach aus? Tja. Sie lesen sich die Augen kaputt, nicht? Also haben Sie Brillen. Ja, genau. So fette Dinger auf faltigen Nasen. Und Sie tragen nur trutschige Kleider. Für wen sollen Sie sich in Schale werfen? Für Bücher? Faszinierend. Aber das solltet ihr niemals in Hörweite von Ärztinnen sagen. Und wieso? Weil sie sich weigern könnten, euch nach der Schlacht wieder zusammenzuflicken. Du bist ein Glückspilzhexer. Sie hat dir schöne Augen gemacht. Uns guckt sie anders an, nicht wahr? Gib's zu, du stehst auf sie, oder nicht? Das geht dich leider nichts an. Was denn? Ist das vielleicht ein Geheimnis? Bist du schüchtern? Sie ist echt umwerfend. Und du nicht so sehr. Aber dafür bist du ein Hexer. Frauen stehen auf Hexer. Also, spuck's aus. Stehst du auf sie oder nicht? Man müsste schon blind sein, um sie zu ignorieren. Wie wahr? Und ihr Hexer habt ja besonders scharfe Sinne. Hier ist das Medikament. Die Lösung ist stark, also Vorsicht bei der Dosierung. Jeder Patient erhält 3-mal täglich nach dem Essen exakt 2 Tropfen. In 3-4 Tagen müsste die Infektion nachlassen. Ich danke dir. Im ruhmreichen Namen Redaniens. Du dienst jetzt der redanischen Sache? Ich diene Menschen, indem ich sie behandle. Dass sie Redanier sind, ist Zufall. Ich würde auch Nilfgaardern helfen, wenn es sich ergäbe. Bei Kedwenern, Edirnern, Zwergen, Elfen oder Halblingen wär's genauso. Geralt, du kennst mich doch. Abgesehen von der Sache in der Kanalisation haben wir uns zuletzt in Vysima gesehen, nicht? Ja, stimmt. Als die Katriona-Krankheit gewütet hat. Scheint 100 Jahre her zu sein. Wo warst du seitdem? Was hast du gemacht? Nun, ich habe Vysima verlassen und bin nach Ochsenfurt zurückgekehrt. Ich habe den Doktor gemacht und eine Praxis eröffnet. Kurz danach brach der Krieg aus und ich wurde zwangsrekrutiert. Redanische Sanitätstruppe. Und nun? Radovid ist tot. Aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Das Chaos geht weiter. Man braucht mich weiterhin. Aber ich kann mich nicht beschweren. Ich wohne immerhin zu Hause und behandle meiner Berufung gemäß die Kranken. Ich muss nur allzeit bereit sein, wenn die Redanier mit einem schrecklich wichtigen Einsatz reinplatzen. Shani, diesmal brauche ich deine Hilfe. Ich dachte mir, dass du nicht nur so hier bist. Also, sag mir, was du brauchst. Hat es was mit dem Mal in deinem Gesicht zu tun? Und du musst mir erzählen, was in der Kanalisation passiert ist. Wo fange ich an? Genau, das Monster in der Kanalisation entpuppte sich als Riesenkröte. Und diese Riesenkröte war in Wahrheit ein Prinz. Aus Ophir übrigens. Ah, und ich bin die Prinzessin von Kovir. Das ist die reine Wahrheit. Als ich die Kröte erschlagen hatte, erschienen Soldaten und ein Magier aus Ophir und nahmen mich gefangen. Ein Mann namens Gaunter Odim hat mich befreit. Wer ist das? Eigentlich weiß ich das nicht genau. Er hat mir aus der Patsche geholfen. Jetzt muss ich im Gegenzug die Wünsche eines Adligen erfüllen. Ich muss den Geist seines Bruders beschwören und ihm die Sause seines Lebens bereiten. Einen Geist unterhalten? Wie willst du das machen? Das ist nicht meine Hauptsorge. Ich muss sein Grab finden und ihn herbeirufen. Dann sehe ich weiter. Aber das ist Nekromantie. Ausgesprochen riskant. Involviert höhere Magie. Odim hat mir erklärt, wie es ohne Zauberei und Nekromantie geht. Er hat mir dieses Gebräu gegeben. Und ein Rauchfass brauche ich auch. Oh, das lässt sich machen.
Im Lagerhaus der Akademie ist eins. Das kann ich dir holen. Danke. Keine Ursache. Aber gefallen tut mir das nicht. Mir auch nicht. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss diesen Geist beschwören. Verstehe. Wessen Geist ist es? Es ist Olgierd von Evereks Bruder. Von Evereck? Im dritten Jahr in Ochsenfurt musste ich zwischen den Kursen Perlen der Weisheit der Hierarchen und die großen Dynastien Redaniens wählen. Ich nahm Dynastien. Hier sind sie. Von Eberborst, von Ästheken, von Evereck. Olgierd hatte angeblich einen Bruder namens Wladimir. Der liegt in der Familienkrypta bei ihrem Anwesen. Danke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss los. Es steht hier, die Krypta ist das reinste Kunstwerk. Ich würde sie gern mal sehen. Treffen wir uns doch am Eingang. Ich bring das Rauchfass mit. Nun denn. War ja wieder ein recht langes Video. War so lange still. Triff Shani vor der Familienkrypta der Fort. Hilf uns! Theoretisch hat sie uns ja überhaupt nicht gesagt, wo das ist, außer dass es halt bei denen am Haus ist. Aber sie hat uns auch nicht gesagt, wo das Haus, also wo denen ihr altes Grundstück liegt. Wissen wir ja theoretisch auch nicht. Aber okay. Ich darf da, glaube ich, nicht zu viele Fragen stellen bei Spielen. Die Sause des toten Mannes. Jetzt müssen wir da hinten wieder irgendwo hin. Verdammt, da haben wir noch gar nichts erkundet. Also müssen wir hier hin. Dann rufen wir am besten unser Pferd Plötze. Dann sind wir auch ein bisschen schneller wieder da. Plötze, komm her. Was ist denn gerade durch den Wald geslidet, Alter? Komm her, ich will mich, setz dich doch drauf, Geralt. Heya! Heya! Legen wir los, reiten wir ein wenig. Und nix Schweinisches hängt. So ist es. Warum hält das Pferd an? Hier ist nur ein Gebüsch. Ein Gebüsch. Kein Abgrund. Langsamer. Jetzt sind wir irgendwo gegengerannt. Komm schon, Plätze. Wir müssen Zeit gut machen. Was sehen. Und ich will es nicht wieder so schwer haben mit dem Titel finden. So, gleich haben wir es geschafft. Den Rest können wir laufen. Boah, ist das hier schon. Ich weiß es nicht. Von Evereck Anwesen. Diese Seite kenne ich gar nicht von dir. Welche Seite? Naja, deine romantische Seite. Ich kenne dich nur umgeben von Verbänden und Medikamentenflaschen, meist blutverschmiert. Weil du mich normalerweise bei der Arbeit besuchst. Jetzt habe ich frei, warte auf dich und flechte eine Girlande für die Hochzeit. Wusste gar nicht, dass du heiratest. Ich doch nicht, Dummkopf. Meine Freundin. Die Girlande ist nicht für mich. Wo wir davon reden, vielleicht begleitest du mich. Sicher, warum nicht? Wunderbar. Dann sind wir verabredet. Hast du an das Rauchfass gedacht? Klar doch. Fast wäre ich erwischt worden, als ich es eingesteckt habe. Ich wusste nicht, was...
du brauchst. Darum habe ich Ambra, Anis und Wacholder mitgebracht. Raucht alles recht stark. Danke, das könnte noch nützlich werden. Gehen wir? Gehen wir. So, nochmal, ich hoffe, ihr hört mich noch. Der Controller ist schon wieder ausgeschaltet. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja, schade, dass sie verfällt. Ich glaube, ich brauche einfach meinen Ersatzcontroller für Sicherheit. Für Luxus war kein Geld mehr da. Das ist mir zu unheimlich. Du musst nicht mitkommen, wenn du nicht willst. Warte hier. Gute Idee. Wenn es Ärger gibt, ruf mich. Klar. Das ist keine Krypta, sondern ein ausgewachsenes Mausoleum. Gut, dann rennen. Wo geht's hier hin? Erscheinung weg. Und die zweite. Da ist ja noch einer. Da hat aber nicht so viel. War das die letzte Überraschung? Motivkerze zu ihrem Tod. Alter Brauch. Honoratina, geliebte Frau von Kestatis, gestorben 1257. Alexi, 19, geliebter Sohn und Bruder. Mit 19 schon gestorben, ey. Nicht so schön. Ich sollte das hier lieber nicht anfassen. Wladimir von Ever, Sohn Bohumils und Christinas. Na bitte, jetzt das Ritual. Ich muss den Rauch in jedem Raum der Krypta verteilen. Leben und Tod und Chaos hinein. Verblichener, erhebe dich und wandle unter den Lebenden. Erheb dich als Freund, denn ich komme in Frieden. Somit. Den Rauch hier ein Verblichener, erhebe dich und wandle unter den Lebenden. Erheb dich als Freund, denn ich komme in Frieden. Leben und Tod und Chaos hinein. Jetzt muss ich die Kerze anzünden. Leben und Tod und Chaos hinieden. Ich rufe dich her, dessen Blut ich lass siegen. Leben und Tod und Chaos hinieden. Du hast mich gerufen, Fremder. Warum?
Ich heiße Geralt. Bin hier, um den Geist von Wladimir von Everreck zu wecken. Wer du bist und was du willst, spielt keine Rolle. Du wirst diesen Ort nicht lebend verlassen. Bist du der Geist von Vlod? Wer fragt nach meinem Enkel? Einerlei, Honoratina. Ich möchte nur wissen, woher dieser Sterbliche das Blut aus der Familie hat, mit dem er einen von Everreck erwecken kann. Wahrhaftig. Es lebt nur noch einer aus unserer Linie. Olgierd. Dann sprechen wir mit dem Mann, der das Blut deines Enkels vergossen hat, Kestates. Ihr seid also alle nicht Wladimir? Sein Bruder Olgierd schickt mich. Du wirst Vlod bald genug begegnen. Nur Olgierd siehst du nicht wieder. Ich reiß dir das Herz raus. Ja, versuch doch mal das Herz raus. Der Frieden ist von Everreck. Und Olgierds Blutwillen. So haben wir sie alle besiegt. Bockige Hurensöhne, diese von Everreck, was? Wer bist du? Der Rüpel, den du suchst. Wladimir von Everreck, Olgierds Bruder. Oh, ich kann mir ja nicht mal den Sack kratzen. Wobei der nur noch mäßig juckt, seit ich tot bin. Ich wollte nicht gegen deine Familie kämpfen. Die haben angefangen. Ich bin tot, nicht doof. Wollte mal sehen, wie du mit diesen blasierten Ärschen umspringst. Und mit Oma. Das könntest du ihnen auch tun. Sie sind doch schon tot. Echt ein cooler Geist. Jetzt erzähl, woher du Olgierds Blut hast. Wenn du ihn verletzt hast, muss ich dich leider umbringen. Ich habe es von einem Bekannten von Olgierd und mir. Ich bin in einer dringenden Angelegenheit hier. Ich bin eine verdammte Leiche. Was kümmern mich die Angelegenheiten von dir oder eines anderen Penners? Nur die Feste vermisse ich. Körperliche Lustbarkeiten sozusagen. Ach ja. Hast du viel Besuch? Gelegentlich, nicht oft. Wenn einer vorbeikommt, will ja immer gleich die ganze Bande spielen. Unternehmungslustige Familie. Ja, unser Hang zu Feiern und Schlägereien ist berühmt. Wir von Everreck haben generationenlang geprügelt und geplündert. Das ist Tradition. Dabei fällt natürlich auch Beute an. So hatten wir immer genug Kleingeld zum Feiern. Erst am Ende meines Lebens waren die guten Zeiten vorbei. Nun, genug Salz in die Wunden gestreut. Wenige Tage vor meinem Tod behauptete mein Bruder, er könnte uns raushauen und unseren Status wiederherstellen. Dein Bruder schickt mich. Wie geht's dem alten Räuber? Ach, was würde ich drum geben, wieder mit ihm zu reiten? Das wird nicht passieren. Was anderes ginge ab. Etwas, das eine Leiche interessieren sollte. Raus damit! Wofür soll ich mich interessieren? Hör mal, ich glaube, dass ich mehr über Olgierd wissen sollte. Erzähl mir von ihm. Er ist ein ganzer Kerl. Ein echter Kavalier. So einen findest du in Redanien kein zweites Mal. Zum Saufen und Raufen einfach der Beste. Wir waren noch jung, als wir mit Raubzügen während des Kriegs anfingen. Die Grenzländer haben sich in die Hose gemacht, wenn sie nur seinen Namen gehört haben. Ich war seine rechte Hand. Und wir hatten einen Trupp Gefährten, die für uns durchs Feuer gegangen wären. Klingt nach Banditen. Gab es Unterschiede?
Wir? Banditen? Pass auf, was du sagst. Manche unserer Bewaffneten waren vielleicht geistlose Schläger, aber Olgir doch nicht. Er war immer neugierig, hat sich für alles interessiert, hat Bücher verschlungen, Gemälde bewundert und das schönste Mädchen weltweit geliebt. Ich will nicht neugierig sein, aber wie bist du gestorben? Ach, nicht schüchtern sein. Die Leute lieben solche Geschichten. Würde ich auch. Nur leider endet diese mit meinem Tod. Wie ist es passiert? Auf unseren Plündertouren stürmten wir stets die Hütte des Dorfältesten und verlangten dann Schnapsfässer. Und willige Frauen zum Durchkneten und Spaß haben. Einmal gerieten wir leider in einen Hinterhalt und wurden überwältigt. Mich töteten sie, zerschmetterten mir den Kopf zwischen Tisch und Steinboden wie ein rohes Ei. Hör mal, Olgierd hat mir einen Auftrag gegeben. Ich soll dir den Abend deines Lebens bereiten. Ach was? Also das nenne ich einen Bruder. Da bin ich seit Jahren tot und er ist immer noch um meine Stimmung besorgt. Der gute alte Olgierd, wie viel Zeit haben wir? Eine Nacht müsste reichen. Herrlich. Nur schnell den Säbel geschnappt und... Was zum vermaledeiten Kuckuck? Du bist ein Geist, du kannst nichts anfassen. Ach, das vergesse ich dauernd. Aber wie soll ich dann prassen und prügeln und vögeln? Ich krieg keinen Säbel hoch, keinen Humpen und meinen Speer auch nicht. Dann muss es wohl so gehen. Los. Ich gehe nirgendwo hin. Du sollst doch dafür sorgen, dass ich mich amüsiere, oder? Also, mach es möglich. Wie denn? Erwecke meinen Körper. Geht nicht. Außerdem müsste der schon verrottet sein. Dann denk dir was anderes aus, verfickt. So gehe ich jedenfalls nicht aus. Ich könnte dir vielleicht jemanden bringen, dessen Körper du dir leihen kannst für diese Nacht. Ich soll von jemandem Besitz ergreifen? Ja. Sagen wir, ich stimme zu. Welchen Körper würde ich denn kriegen? Ich weiß nicht. Einen von Olgierds Männern? Oder einen Bauern, den wir bezahlen? Oh, nein, nein, nein! Ich krieg doch keinem ungewaschenen Banditen oder Schweinehirten in den Balk. Ich habe eine bessere Idee. Oh nein, kommt nicht in Frage. Oh doch, doch, kommt es. Geralt! Wach auf! Augen auf! Wo ist das Riechsalz? Der Tod war ein kleiner Preis für einen Platz auf diesem Schoß. Und so dicht bei den Wundern eine Etage drüber. Bist du durchgedreht? Ja, so wie ich dich sah. Versprich mir zu bleiben und mir den Bart zu kraulen. Dann verbringe ich im Körper eines Hundes den Rest der Ewigkeit stets an deiner wohlgeformten Ferse. Geralt, was ist denn los mit dir? Geralt, ich bin Wlodimir. Wie? Scheiße. Also gut, Moment mal. Ja, besessen zu sein gefällt mir definitiv nicht. Du wärst ohne Gegenwehr nicht ohnmächtig geworden. Geralt, würdest du mir erklären, was los ist? Tut mir leid, Shani. Das war nicht ich. Wer war es dann? Ich war's. Halt die Klappe. Ich habe nichts gesagt. Verzeihung, ich meinte nicht dich. Wen denn dann? Na, ihn. Wlodimir.
Geralt. Hier ist sonst niemand. Dein hübsches Mädel kann mich wohl weder hören noch sehen. Welch Möglichkeiten. Wir müssen ein paar Regeln festlegen. Ich muss gar nichts, außer mich vortrefflich amüsieren. Und genau das habe ich vor. Du strapazierst meine Geduld. Und du meine. Erklär mir endlich, was das hier soll. Ah, feurig! Ihr Temperament passt zu dem Karottenkopf. Hör zu, ich soll Vladimir von Evarek die Sause seines Lebens bereiten. Leider ist er ein Geist. Also muss ich ihm wohl oder übel meinen Körper leihen. Warte mal, willst du behaupten, du bist besessen? Jetzt gerade nicht. Jetzt steht er neben mir und lächelt dich spitz an. Aber er wird sich meines Leibes bemächtigen. Was ich dann sage und tue, das ist er, seine Person und seine Absicht. Und wenn ich nicht mit ihm, sondern dir reden will? Ach, dann soll sie mir sagen, ich soll mal Platz machen. Dann sag ihm, dass er für eine Weile verschwinden soll. Verstehe. Prächtig. Also dann, Zuckerschnecke. Warum verschwinden wir nicht aus dieser feuchten Gruft? Gleich hier ist ein hübscher Hain, in dem Küsse süßer schmecken als irgendwo sonst. Jetzt bist du also Wladimir. Ich glaube, ich kann dich gut von Geralt unterscheiden. Nicht vom Thema ablenken, Süße. Wenn du keine Wälder magst, können wir uns den Schnickschnack auch sparen und gleich einen Heuhaufen suchen. Ich fürchte, ich muss ablehnen, lieber Geist. Ein Jammer. Dann sag mir bitte, wo das nächste Bordell ist. Ich habe eine bessere Idee. Bevor Geralt in die Krypta ging, um dich zu beschwören, habe ich ihn zur Hochzeit meiner Freundin eingeladen. Meine Güte, ist dieses Glück zu glauben. Es gibt in ganz Redanien keinen besseren Tänzer als Wladimir von Evarek. Mit mir, mein Sahnetörtchen, wirst du den Abend deines Lebens genießen. Wunderbar. Ich muss mich noch umziehen, also treffen wir uns beim Tempel. Oh, das höre ich aber gar nicht gern. Warum nicht? Ich mag keine Tempel. Ich habe sie nur zum Plündern betreten. Und als Toter habe ich nur Verachtung für sie übrig. Warum treffen wir uns nicht nach der Zeremonie? Direkt beim Fest? Na schön. Anders geht es wohl nicht. Famos. Dann sehen wir uns im Festsaal. Ich muss sagen, Hexer, bei so einem Weib kann man schon den Verstand verlieren. Und das sagt niemand Geringeres als Wladimir von Evarek, berühmt für seinen Frauengeschmack. Also sag mir, von Mann zu Geist, läuft da was zwischen euch? Denn dann halte ich mich fern, das schwöre ich. Doch wenn nicht, dann... Oh, die Heuböden warten. Nun, wir waren einst mehr als Freunde. Vor langer Zeit. Ah, du wolltest es nicht zugeben, aber ich hab's gerochen. Ich kenne mich mit Menschen aus, weißt du? Wie schade. Ich hätte gut für sie gesorgt. Aber Kavaliere will dann nicht in anderer Leute Gärten. Also, Hexer, auf zur Hochzeit? Gehen wir. Dann los. Ich bin direkt hinter dir. Nun denn, ja, da haben wir ein bisschen was geschafft. Was war das denn gerade? Keine Ahnung. Aber das war's schon für diese Finger Folge. Weg von ihr. Warum? Was? Okay. Das war's für diese Folge. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Ciao.